Der solide Saisonstart des FC Eintracht Norderstedt aus den ersten drei Spielen gerät so allmählich aus den Fugen, denn zuletzt hagelte es 4 Regionalliga-Niederlagen in Folge. Also ein nahezu perfekter Zeitpunkt am 9. Spieltag für einen Dreier gegen den 11-platzierten BSV Schwarz-Weiß reden. Wir gehen rein in Durchgang 1 in einem zumeist recht zähen Spiel, in der die Eintracht die erste Möglichkeit der Partie hat. Das ist Jordan Brown mit der Flanke aus dem Halbfeld und die erste gute Chance durch Jan Lüneburg, dem Sturmtank der Eintracht. 6 der 8 Regionalligaspiele in der Saison hat er vorne drin bestritten. Auf der anderen Seite hat Reden mal einen Freistoß im Angebot, der aber aus guter Position mehr oder weniger deutlich rüber von Burka Jumo. Dann mal wieder Norderstedt. Von Knebel mit der Hacke, glücklich. Und dann ist es Jordan Brown mit diesem Abschluss. Aber klasse aus dem Winkel gefischt vom Keeper Bockmann. Die Partie alles in allem sehr sparsam, was die klaren Torchancen anging. Wir sind in der letzten Möglichkeit des ersten Durchgangs. Wenig ging aus dem Spiel heraus, wenn dann über Standards und aus der Distanz Quentin Fowley hier mit diesem Schuss knapp am Kasten vorbei. Norderstedt hielt hinten dicht, das war auch die oberste Prämisse, denn in den letzten 4 Regionalligaspielen hagelte es im Schnitt immer 3 Gegentore. Halbzeit 2, Norderstedt besonders nach Ecken mittlerweile gefährlich, Lüneburg verpasst in der Mitte und redend Kapitän Tobias Esche macht das Ding dann nochmal richtig spannend. Da fehlen wenige Zentimeter zum Eigentor. Auf der anderen Seite Jordan Brown, Fehlerquote im Allgemeinen recht hoch. In den Fuß von Quentin Fowley und dann die Möglichkeit für Burka Jumo, aber ein klasse Reflex von Norderstedt-Keeper Lars Huxol hält hier das 0:0. Ansonsten dieses Spiel nicht gerade von Herzschlag Offensivfußball gesegnet. Dafür gab es andere schöne Sachen. Nick Bockmann gegen 2 Norderstedter, Ausrufezeichen, ganz lässig, ganz cool. Hat sich ein bisschen Selbstvertrauen heute Morgen ins Müsli gebröselt. Es schien alles so dahin zu plätschern und dann kommt die 87. Minute und dieser Angriff von Norderstedt. Juri Marxen mit dem langen Diagonalball auf Brisewag. Starke Verarbeitung, nimmt den an, zieht in die Mitte und zieht ab. Und 1:0, Eintracht Norderstedt. Dem Spielverlauf nicht wirklich entsprechend, den hat keiner so richtig kommen sehen. Arjen Robben lässt grüßen, nur von der linken Seite reingezogen. Der Abschluss ist überragend von Nick Brisewag, dem Topscorer der Eintracht. Es gab nochmal ein letztes dezentes Aufbäumen der Gäste. Das ist die Möglichkeit durch Kamer Krasniqi. Einmal mehr ist Lars Huxol unten. Eintracht Norderstedt holt nach zuletzt 4 Regionalliga-Niederlagen endlich wieder einen Sieg und stoppt vorerst den Fall in Richtung Abstiegsplätze.